Hallo Frau Hochmuth, vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind, um mit uns das Gespräch zu führen. Sagen Sie doch kurz bitte ein paar Sätze zu sich. Ja, also ich bin Conny Hochmuth, die Mama von Tizian. Tizian wurde am 29. Januar 2001 geboren, war von Anfang an eigentlich immer ein sehr gesundes Kind, war immer sehr lebendig, hatte viel Spaß. Und kurz vor seinem 12. Geburtstag hatte er Schmerz in der Hüfte bekommen, was sich nach einem langen Hin und Her, vielen Arztbesuchen dann tatsächlich als ein Osteosarkom, Knochenkrebs, herausstellte. Ein Dreivierteljahre ging letztlich die Erkrankung, bevor Tizian am 27. September 2014 verstarb. Mhm. Haben Sie mit Tizian die Angebote des Vereins wahrgenommen, wie zum Beispiel das Ferienhaus oder sonstige Freizeitaktivitäten? Das Ferienhaus konnten wir nicht wahrnehmen. Die Erkrankung ging ja relativ kurz. Das heißt, die meiste Zeit der Erkrankung ging es ihm auch ziemlich schlecht. Aber was sehr schön war, anfangs der Erkrankung haben wir sicher auch die Information bekommen, dass es eine Jugendgruppe gibt. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, da interessiert man sich nicht für. Man ist so beschäftigt mit dem Krankheitsverlauf und mit allem, was das dazugehört, dass das untergeht. Ne? Und da ist die Jugendgruppe oder eine Veranstaltung sowieso ganz fern. Das ist gar nicht möglich. Als es Tizian dann besser ging und wir auch schon mal dachten, ja, wir haben es geschafft, hat er sich dann nach und nach erholt. Und dann stellte mir Chris Hauser die Jugendgruppe vor. Und sagte, ja, vielleicht hat Tizian mal Lust mitzukommen. Und tatsächlich habe ich Tizian zu Hause davon erzählt, ne, und er sagte, ja, das mache ich. Und dann sind wir hierher gekommen und lernte Chris kennen, fand es total klasse. Wir haben dann gemeinsam, Tizian und ich, mittwochs immer am Treffen teilgenommen. Also hier ist so ein offener Kaffeenachmittag für betroffene Eltern. Zu dem Zeitpunkt gestaltete es sich so, dass oft nur eine Mutter noch neben mir da war. Es ist halt immer eine Frage, wenn die Kinder akut erkrankt sind, sind sie mehr mit ihren Eltern in der Klinik, ist ganz klar. Dann kommen die Eltern auch nicht zum Kaffee trinken her. Mhm. Manche wohnen weit außerhalb, kommen dann auch nicht zum Kaffee trinken her. Wiederum gibt es Zeiten, da ist halt das mehr besucht, ne? Ganz unterschiedlich. Jedenfalls war es ganz schön. Ich erhielt Entspannungsmassagen. Ne? Als Mutter ist man ja auch sehr in Anspruch genommen bei so einer Erkrankung. Natürlich. Tizian unterhielt den Rest und beschäftigte alle und die hatten alle miteinander viel Spaß. Er fuhr dann mit der Jugendgruppe mal nach Hannover zur Jugendfahrt, die jährlich stattfindet. War auch sehr begeistert. Das Ganze wird auch aus Spenden dann finanziert. Was sehr schön ist, dass da halt die Kinder, die alle mittlerweile ja, wenn sie so eine Erkrankung haben, ein gewisses Handicap haben. Also mein Sohn saß im Rollstuhl. Es gibt andere, die brauchen einen Rollator, der nächste ist vielleicht noch an eine Sonde angeschlossen, der nächste braucht spezielle Medikamente, die gekühlt werden, die nächste kann nicht gerade auslaufen. Also so hat jeder eine Einschränkung und untereinander, das ist das Schöne, gibt es keine Häme, keinen Spott, kein, ach guck dir den an, man ist miteinander, alle sind gut, wie sie sind und das ist das Schöne miteinander und man kann auch miteinander lachen, ne? Wenn es einem schlecht geht, oh, muss schon wieder kotzen, ja, also das ist dann der Jargon und das Schöne daran ist aber, das ist so ein Miteinander, also da braucht sich keiner schämen und sagen, hier ist schon wieder schlecht, ne? Sondern jeder weiß, worum es geht, weil jeder kennt dasselbe, ne? Oder ach, deine Frisur, ne, die hatte ich auch schon, also wenn die Haare ausgehen und so, ne? Ja. Das ist wirklich schön untereinander, ne? Ja, und dann gab es kurz drauf noch ein Angebot von ProSieben, das heißt eigentlich von Wayne Carbondale und seiner Frau, der Annemarie, die sind organisiert und veranstalten einmal im Jahr mit Helping Hands etwas für Kinder, also unterschiedlicher Art, diesmal waren es die Krebskranken, die machen auch andere Veranstaltungen und haben die Kinder dann tatsächlich einen Tag durch ProSieben geschleust und mit ihnen dann so Umgestaltungen gemacht und die durften Fußballspieler kennenlernen, waren bei Bayern München, abends im Varieté und standen für alle Fragen da. Und das hat den Kindern natürlich auch gefallen, mal mit der Prominenz. Ne? Ja, da klar. War Tizian natürlich auch schwer begeistert und hat mir alles erzählt. Es waren leider die einzigen beiden Sachen, die er wahrnehmen konnte, weil dann
leider alles ziemlich schnell ging. Das war dann ja auch erst in 2014 zu Ostern und im September verließ uns Tizian da dann. Konnte der Verein Sie noch weiter unterstützen, außer den medizinischen Maßnahmen bei Tizian? Also medizinische Maßnahmen werden ja vom Verein insofern nicht durchgeführt. Also der Verein unterstützt finanziell die Klinik insofern, dass er weitere Ärzte bezahlt, Pflegepersonal, Physiotherapeuten, eine Elternküche und Pädagogen und auch Spiele und alles für die Kinder finanziert, medizinisch an sich jetzt nicht direkt. Was sehr schön ist vom Verein, also auch nachdem Tizian ging, wurde ich hier auch wirklich dann seelisch aufgefangen. Und wir hatten ja vorher schon den Kontakt, also durch die Mittwochstreffen. Und sie riefen mich dann auch zu Hause an. Das heißt, auch bei der Beerdigung waren sie da. Sie waren auch im Vorfeld da und fragten, kamen auch. Ne? Und also im Grunde genommen, man kann immer anrufen. Ja? Man hat immer auch einen Gesprächspartner. Ich kam dann, also üblicherweise gibt es dienstags die Trauergruppe. Das ist auch wirklich empfehlenswert. Da ist eine ausgebildete Trauerbegleitung. Nur ich in meinem speziellen Fall, und das ist auch das Wunderbare daran, bin mittwochs gekommen, weil ich mittwochs halt mit Tizian hier war. Und das wurde einfach so individuell für mich auch gehandhabt. Da wurde gar nicht lang rumgemacht. Ja, aber dienstags ist diese Gruppe. Ich hätte sie zusätzlich nutzen können, aber ich durfte auch den Mittwoch so für mich nutzen und hatte dann auch die Leiterin der Jugendgruppe, die Tizian kannte. Das war für mich halt wichtig, jemand, der Tizian kennt. Ja. Hatte die Hausleitung, die mich auch früher massiert hat, die aber auch Tizian kannte und wiederum auch eine ehrenamtliche Mitarbeiter, die uns beide kannte und auch in der Klinik schon für uns da war. Die waren dann alle zu Gesprächen auch bereit. Wir haben anfänglich natürlich eigentlich nur über Tizian gesprochen. Nach und nach über die Zeit, das sind ja jetzt 2 Jahre her, hat sich es gewandelt. Und ja, wir sprechen auch mal über praktische Dinge. Man hat sich mehr oder weniger angefreundet. Natürlich ist Tizian immer da, ne? Aber ich erzähle auch viel Schönes von ihm. Ja, das Wichtigste, was da ist, ja, und wir reden aber auch, was weiß ich, wenn eine der anderen mal irgendwas erzählt, also es wandelt sich schon und das Schöne ist aber, hier wird man wirklich aufgefangen und ganz individuell, wie es nun mal auch zu demjenigen passt, das ist ganz fantastisch. Das ist echt schön, ja, auf jeden Fall. Welche Aufgaben nehmen Sie als ehrenamtliches Mitglied innerhalb dieses Vereins jetzt wahr? Das hat sich so entwickelt, also eigentlich schon nach relativ kurzer Zeit, also kurz für mich, ich glaube so nach 5 Monaten in etwa, nachdem es passiert ist, kam ich nach wie vor dann auch mittwochs her und irgendwie sagte mal Chris Hauser, also die Leiterin der Jugendgruppe, ach, da hat sie was zu schreiben. Und da habe ich gesagt, kannst du dir helfen? Ja, magst du das schreiben? Habe ich gesagt, ja, klar. Und das kann ich ganz gut. Und seitdem hat sich das so immer mehr entwickelt. Also jetzt bin ich ein fester Bestandteil. Da ging es so langsam. Und unterstütze sie und schreibe halt alles Mögliche. Also Spenden bitten, danken, danke für Spenden, Ankündigungen, zum Beispiel des Beatboxens. Oder andere Veranstaltungen für Kinder, Betroffene, Jugendliche. Oder bedanke mich natürlich auch voll bei Sponsoren, die Speedboxen wiederum veranstaltet haben. Habe auch schon es jetzt geschafft, dass Kinder mal nach Thailand fahren durften. Habe das Familiensportfest als Verein quasi dann gestaltet. Also dort einen Stand gehabt mit Kaffee und Kuchen verkauft, wo die Spenden dann wieder dem Verein zugute kamen. Habe auch im Konservatorium mal einen Infostand gehabt und solche Dinge. Also sehr vielseitig. Ja, es hat sich einfach so, ich sag mal so, ich kann gut schreiben, da hat sich raus entwickelt, kann auch ganz gut organisieren und im Grunde genommen habe ich so einen Platz gefunden, kann helfen, den Kindern wie Tizian, was mir auch hilft, bin an allem dran.
und kann eben das, was ich kann, gut einbringen. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, ich will jetzt irgendwas tun und das ist jetzt gar nicht so gefragt, sondern ich finde es wichtig, dass man das einbringt, was man kann. Ja? Mhm. Viele möchten, was auch schön ist, zu den Kindern in die Klinik gehen, vorlesen, spielen. Ist ein toller Ansatz, aber die Eltern sind bei den Kindern und die meisten Eltern, die so ein erkranktes Kind haben, weil Krebs, man weiß immer, es kann auch anders verlaufen als gut, ja, mhm. sind bei ihren Kindern und machen das schon selbst. Ja. Und wenn es mal zeitlich nicht passt, sind auch Pädagogen da. Insofern, und auch, es gibt auch Ehrenamtliche, aber im Großen und Ganzen ist das alles schon abgedeckt. Ne? Insofern ist ein Kontakt in der Klinik so gut wie gar nicht nötig. Mhm. Ne? Und es gibt viel Ehrenamtliche, die auch gut eingesetzt werden können, aber nicht direkt Arbeit am Kind, ne? Mhm. Was gerne viele machen würden, was auch ganz toll ist, aber es gibt ganz andere Möglichkeiten, wie bei mir zum Beispiel, ich schreibe was. Mache ich auch was Gutes, auch für Kinder wie Tizian. Genau. Und insofern, ja, finde ich, man muss sich seinen Platz suchen. Mhm. Und für mich war es auch wieder ein Platz im Leben zu finden. Mhm. Weil ich eigentlich, ja, nachdem mein Kind nicht mehr da war, auch gar keinen Platz mehr wollte. Ja? Mhm. Aber es ist nun mal nicht so, dass man dann sagen kann, ich warte jetzt irgendwie, ist es dann vorbei, so ist es halt nicht, ne? Sondern ich weiß nicht, wie viele Jahre noch dazwischen liegen, bis ich wieder bei ihm bin. Mhm. Und da was Sinnvolles zu machen, das sehe ich hier und habe hier einen Platz gefunden, der mir auch wieder Kraft gibt. Ne? Morgens aufzustehen, das ist auch entscheidend. Ja, definitiv, weil es muss ja auch irgendwie weitergehen. Ne? Ja. Zumal mir Tizian dieses Versprechen abgenommen hat. Schön. Wie lange konnte Tizian denn noch in die Schule gehen? Also er ging in die Schule bis zum 12. März 2013. Da war er schon erkrankt. Wir wussten es nur noch nicht, was er hat. Mhm. Danach am 13. ging er ins Krankenhaus und ist dann auch nicht mehr komplett in die Schule gegangen. Also was der Verein auch macht, der hat ein Abkommen mit der Schule für Kranke, der Heinrich-Hoffmann-Schule in Frankfurt. Und diese stellt Hauslehrer, die zum einen zu uns nach Hause dann kamen, also eine Lehrerin, oder die auch Personal im Krankenhaus haben. Nun ist das bei den Kindern, die so erkrankt sind und eine schwere Chemo bekommen, es gibt ja auch unterschiedliche Chemos, denen ist häufig so schlecht und dass gar kein Unterricht möglich ist. Ja? Also auch zu Hause war es anfänglich wirklich nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Im Verlauf ging es dann eher, auch immer auf Zuruf, also da ist die Lehrerin, die Hauslehrerin dann auch sehr kooperativ gewesen. Und als es Tizian dann tatsächlich auch wieder besser ging, nach Beendigung der Chemo, konnte er dann auch letztlich auf Antrag, weil so ganz einfach geht es dann nicht, durfte er auch wieder an der Schule teilnehmen. Dann anfänglich zweimal die Woche und dreimal die Woche Hausunterricht. Mhm. Und dann hatten wir auch einen Antrag gestellt, dass wir es ändern, dass er zweimal die Woche Hausunterricht hat und dreimal die Woche Schule. Und da wiederum waren sowohl die Schule für Kranke als auch Tizians eigentliche Schule, die IGS Nordend, bereit, das so zu managen. Mhm. Und alle haben dann auch das unterstützt und zusammengearbeitet. Und ja, es hat ihnen vor allen Dingen Freude gemacht. Ne? Mhm. Also die Hauslehrerin war klasse und auch die Schule. Seine Kinder, seine Freunde, das war ganz großartig für ihn. Ne? Also dort gab es einen Aufzug, er hat sofort den Schlüssel bekommen und man hat auch geguckt, wo man ihn unterstützen kann, also mit dem Essen und mit den Pausen, wie das geht, weil er im Rollstuhl halt auch saß. Ne? In der Schule hat er sich mit Krücken vorwärts bewegt, aber was natürlich mühselig ist, wenn sie ein Bein gar nicht belasten dürfen. Ne? Und insofern ja, hat das alles gut geklappt und er ging dann in die Schule, jetzt muss ich überlegen, ich glaube bis Juni 2014 und dann ging es halt gar nicht mehr. Ne? Mhm. Dann war auch Hausunterricht so gut wie nicht mehr möglich. Mhm. Was waren denn Tizians Hobbys? Was hat er denn so gerne gemacht? Also von Anfang an ging er gerne ins Wasser schwimmen. Hat er schon mit 4 sein Seepferdchen gemacht und so ging es dann stetig weiter mit Silber, Gold und Rettungsschwimmer hat er angefangen. Dann kam mit 7,5 das Tauchen dazu. Da hat er auch seine Abzeichen gemacht. Mhm. Liebte Tauchen über alles, also auch im Verein dann. Dann hat er gerne Lego gespielt, vor allen Dingen Lego Star Wars. Später kam Harry Potter dazu. Auch Lego und Hörspiele, die liebt er auch. Also hat immer Lego gebaut und dabei Hörspiele gehört.
natürlich auch die Bücher gelesen. Dann, wenn er ein Buch gelesen hatte, durfte auch der Film dazu sehen. Ja, er hat gern mit mir gebacken und gekocht. Wir sind geklettert viel, also in so Kletterparks, Fahrrad gefahren, ja, viel an der frischen Luft, Picknick gemacht, ne? Und vor allem immer wieder Wasser schwimmen. Das war ganz großartig. Schön. Wenn er durfte, hat er auch gern Wii gespielt, aber da war ich immer sehr, damit es nicht zu viel ist, einmal die Woche. Okay. Ja, und natürlich auch Computerspiele, aber entweder Wii einmal die Woche oder Computerspiele. Mhm. Ne? Und ja, wir haben uns aber halt auch viel miteinander beschäftigt. Ne? Mhm. Also ich, Tizian war mein einziges Kind und ich habe mich auch unglaublich gefreut, als er kam. Insofern habe ich auch jede freie Minute gerne mit ihm verbracht. Mhm. Und haben alles gemeinsam dann gemacht und viel, viel Spaß miteinander gehabt. Schön. Inwiefern sorgt Tizian heute noch für Sie? Das ist eine schöne Frage. Also erstens mal die ganzen positiven Kontakte auch hierher. Wir waren zuletzt im Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden. Dort wäre ich natürlich ohne Tizian auch nicht hingekommen, die auch heute noch wunderbar für mich da sind, ja, und immer da waren, mich auch seelisch und auch in praktischer Weise danach sehr unterstützt haben, wo ich auch gar keinen klaren Gedanken fassen konnte. Er hat zum Beispiel wir hatten jeden Tag Besuch von unseren Freunden, und wenn ich dann für Tizian irgendwie ein Getränk geholt habe oder was gekocht habe, hat er mit meinen Freunden gesprochen, dass die für mich da sein sollen und mir Freude machen sollen, wenn er mal nicht mehr ist. Und so hat mich danach zum Beispiel am Valentinstag ein Blumenstrauß erreicht, also eine Einladung von einer Freundin, die mir dann auch einen Blumenstrauß schenkt und sagte, der ist von Tizian. Da sage ich wie, dann hat sie mir gesagt, er hat mich darum gebeten, kümmere dich um meine Mama. Eine andere Freundin geht einmal jährlich mit mir Kleidung kaufen, weil dieses Jäckchen stand von ihr, weil er sie darum gebeten hat, kauf bitte mit meiner Mama Kleidung, damit sie immer was Schönes zum Anziehen hat. Und das macht sie jetzt einmal jährlich mit mir. Schön. Und andere Freunde hat er auch gesagt, bitte kümmert euch um die Mama. Und das ist so wunderbar, ja, wenn ich das dann im Nachhinein dann noch höre, wie er in einem Bett, wo er sich nicht mehr rühren konnte, für mich noch Welten bewegt hat. Ja. Mhm. Oder selbst im Hospiz hat er es geschafft, dass ich Überraschungen bekam. Ja. Ich esse gern Chips, dann hat er Tüten Chips organisiert. Ja. Bounty gab es, Mokka-Eis. Er hat einen Brunch organisiert mit Lachs, weil er aß keinen Lachs, aber der war ja wichtig für Mama. Ne? Und ja, es ist ganz großartig. Und da kann man jetzt von halten, was man will, aber ich sitze oft in seinem Zimmer, habe eine Kerze an, ich rede viel mit ihm zu Hause. Also mir ist es einfach wichtig, weil Tizian ist für mich irgendwie immer da. Ja. Und wenn ich so ganz in Ruhe sitze, und dann habe ich oft das Gefühl, ja, ich habe Antworten von ihm, wenn ich mich mit ihm unterhalte. Und insofern ist er auch dann noch für mich da. Wenn ich ein Problem habe, dann sage ich, oh, Tizian, hilf mir, ich weiß nicht, wie ich da jetzt weiterkomme. Und tatsächlich findet sich eine Lösung. Mhm. Und ich habe auch immer wieder Zeichen von ihm. Und das ist sehr, sehr schön. In den dunkelsten Minuten flattert mir eine Feder vor die Füße und ich sage, danke, Tizian. Das ist wirklich so, das ist unglaublich. Ich gehe durchs Treppenhaus, ja, und ich meine, es gibt keinen Tag ohne Tränen, ja. Auf einmal liegt im Treppenhaus eine Feder. Hatte ich nie, in all den Jahren, hatte ich nie eine Feder. Ja. Oder es flattert eine in die Wohnung hinein. Habe ich auch noch nie gehabt. Ja. Mhm. Immer dann, wenn es mir gerade sehr schlecht geht. Und das ist sehr, sehr schön. Mhm. Schön. Vielen Dank, Frau Hochmuth. Ich danke Ihnen vielmals. Gerne.